Irgendwo wird sie schon sein. Das ist nämlich echt groß hier unten. Das ist Wilkas. Das hier ist mehr so eine Bar mit einem Bett. Naja, von mir aus. Und das ist Ayla, die Jägerin. Wenn ihr mich jagen wollt, müssen eure Beine schnell und eure Augen schneller sein. Schon klar, ich habe euren Schild. Hier bitte. Ah, gut. Darauf habe ich gewartet. Schön zu sehen, dass ihr es hier hinauf geschafft habt. Wie schon gesagt, das ist der Welpe, den Wilkas erwähnt hat. Ah, ja. Ich habe schon gehört, dass ihr ihm eine Tracht verpasst habt. Lasst das bloß nicht Wilkas hören. Denkt ihr, ihr könntet es mit Wilkas in einem echten Kampf aufnehmen? Ich halte nichts von Prallerei. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffen könnte. Ah, ein Mann der Tat. Hier, Farkas zeigt euch, wo ihr euch ausruhen könnt. Farkas! Da ist Farkas. Natürlich haben wir das Eishirn. Zeigt diesem Jungblut, wo die anderen Welpen schlafen. Ein Neuling? Oh, ich erinnere mich an euch. Hallo. Kommt mit. Okay. All tschüss. Diese jungen Hüpfer, die herumflitzen. Habt ihr Angst, dass jemand von ihnen euren Platz einnehmen könnte? Nicht gerne auf, aber es sind gute Einige Leute. Könnten es versuchen. Sie fordern uns zu Bestleistung heraus. Was dann? Ups. Ein neues Gesicht zu sehen. Es wird hier manchmal langweilig. Ich hoffe, ihr bleibt. Das Leben hier kann hart sein. Hier sind die Quartiere. Sucht euch einfach ein Bett aus und legt euch hin, wenn ihr müde seid. Okay, relativ simpel. Emma hält alles sauber. Das hat sie schon immer getan. So, da seid ihr also. Hallo. Die anderen sind schon ganz gespannt auf euch. Ist das so? Sprecht mit mir oder Ayla, wenn ihr arbeiten wollt. Wenn ihr euch einen Namen gemacht habt, könnt ihr Aufträge von Skjor und Wilkas erhalten. Viel Glück. Willkommen bei den Gefährten. Oh, cool. Übrigens, wenn ihr nach einer Beschäftigung sucht... Wir haben eine Mitteilung von jemandem bekommen, der hier im Fürstentum Weißlauf starke Leute braucht. Ich weiß nicht, warum gekämpft wird, aber das geht uns sowieso nichts an. Ihr müsst nur dort rausgehen, hart aussehen und diesen Milchtrinker einschüchtern. Und nicht mehr. Niemand soll sterben, verstanden? Okay. Ich kümmere mich darum. Klingt Dann erledigt einfach. Es jetzt. Übrigens, wenn ihr nach einer Beschäftigung sucht... Ja. Nämlich überlebt. Schüchtern Nimril auf dem Skjor sagt, Pileierhof. Und mein Bruder seine Intelligenz. Ich wollte aber Ayla auch noch nach einem Auftrag fragen, aber sie ist verschwunden, so wie das aussieht. Was mit den Büchern? Lieder der Rückkehr. Dunmer von Himmelsrand? Nee, nee. Das sind so viele Bücher, das würde. Ach, Lydia. Ich will doch nur hier durch. Wo ist denn jetzt Ayla hin? Nirgendwo zu sehen. Hier hinten wahrscheinlich auch nicht. Das ist ja von Kotlak. In manchen Nächten träume ich von den Nebeln von Sonnengarde. Was bedeutet das, ein Gefährte zu sein? Es bedeutet, so zu leben, dass eure Schildgeschwister mit Stolz sagen können, an eurer Seite gekämpft zu haben. Ruhm in der Schlacht, Ehre im Leben. Geht Probleme direkt an. Überlasst das Flüstern und Schleichen den Gossenratten, die nicht für sich selbst kämpfen können. Oh, aber Schleichen ist doch praktisch. Okay, es ist wahrscheinlich nicht so ehrvoll, das ist klar. Aber es ist sehr praktisch, vor allem im Kampf gegen Überzahl. Ich sehe ja Ayla nirgendwo. Ihr beide, ihr steht auch einfach nur rum. Da muss sie wohl nach oben gegangen sein. Vielleicht müssen wir aber auch erst den Auftrag abschließen, bevor wir weitermachen können. Könnte ich mir gut vorstellen. Ah, hier ist sie doch. Können wir ja gleich mal fragen. Ich habe gehört, dass ihr angeblich stärker seid, als ihr ausseht. Vielleicht können wir mal zusammen auf die Jagd gehen. Vielleicht. So, was bedeutet das, ein Gefährte zu sein, in Ihrer Sicht? Es bedeutet zum einen, mehr untätig in Weißlauf herumzuhängen, als mir lieb ist. Aber wenn es ans Eingemachte geht, gibt es niemanden in Himmelsrand, den ich lieber an meiner Seite hätte.
Es bedeutet, jeden Morgen zu wissen, dass man sterben könnte. Und sein Leben lang um jeden Atem zu kämpfen zu müssen. Puh. Ich weiß nicht, wie diese bequemen Fürsten jeden Tag aus dem Bett kommen. Warum sich überhaupt die Mühe machen, wenn man ohnehin nicht lebt? Okay, könntet ihr mich in der Schießkunst unterrichten? Ich zeige euch, was ich weiß. Wie teuer ist das? Okay. Schießkunst ist nämlich wirklich praktisch. Ich würde es einfach mal probieren. Okay, das verbessert immer um eine Stufe, so wie es aussieht. So, zweimal bis auf 45, das sollte erstmal reichen. Ich suche nach Arbeit. Seid ihr nicht gerade für Farkas unterwegs? Kommt zu mir, wenn ihr damit fertig seid. Ah, okay. Also war es doch so, wie ich es mir schon dachte. Man kann immer nur einen Auftrag annehmen. Von ihnen. Ist ja auch fair. Die Drachenfeste verdankt ihren Namen dem ehemaligen Nordhelden Olaf Einauge, der seinen Feind, irgendeinen Drachen, hier glaube ich besiegt hat. Wenn ich mich daran noch richtig erinnere. Okay. Bezahlter Schläger. Ich entferne mal das Ding. Da müssen wir hin. Also mache ich mich auf den Weg dahin. Der predigt immer noch. Ununterbrochen. Wird auch nie aufhören, habe ich so das Gefühl. Aber hey. Ich verstehe ja wieso. Ist schon okay. Ja, die werde ich immer wieder sehen. Die sind jetzt übrigens in der Stadt, was nicht so gut ist. Aber hey. Sadia meint ja, sie sei jetzt halbwegs sicher. Solange die... Oder denke ich zumindest, dass sie das meinte. Sonst hätte sie nicht so erleichtert geklungen und mir so viel Gold gegeben. Aber anscheinend gibt es die ja noch hier überall, die... Ich wollte nur ein bisschen abkürzen. Oh Mann, das war knapp. Warum sind hier zwei Marker... Ist der eine viel weiter weg? Sieht so aus. Ja, das hier ist gleich in der Nähe der andere. Sehr weit in die Richtung. So. Wen genau soll ich einschüchtern? Ihr braucht Nimri. Okay, anscheinend geht's ums Prügeln. Gut, euch an meiner Seite zu haben. Ich könnte mehr vertrauenswürdige Leute brauchen. Achso, kann ich nicht ihm irgendwie Kohl ernten und dann geben? Es liegt Frost, ich verkaufe Kohl. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Oh, 2 Gold pro Kohl ist auch ganz nett. Was kann ich für euch tun? Aber viel wichtiger, ich bin hier, um einen Streit zu lösen. Ihr könnt mich nicht einschüchtern, also los. Ihr solltet mal Gemüse bei Karlof. Mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Sie ist stärker als ich, nicht wahr? Komm schon. Ihr habt euren Meister gefunden. Könnte wohl ganz schön knapp werden. Ich frag mich, wie man das machen soll. Irgendwie. Aua. Oh, ich glaube, sie hat aufgegeben. Ihr braucht etwas? Ihr könnt mich nicht einschüchtern, also los. Los. Zeigt mir, hat sie jetzt wieder volle Lebenspunkte bekommen, obwohl sie gerade Gnade gesagt hat? 12 Septime auf den Großen. Oh Mann. Ihr entkommt mir. Und vor allem, ich habe Leben verloren, wie unfair. Na komm, wir prügeln jetzt einfach mal ganz normal. Komm schon, gib auf. Ich hab verfehlt. Aua. Sie wird mich umbringen. Ja, natürlich. Er läuft die ganze Zeit im Weg rum. Und jetzt werde ich von ihm getötet. Ah. Okay, das ist dumm.
laden wir nochmal von einer Stelle, wo alles okay ist. Ein bisschen unfair. keine Ahnung, was da jetzt gerade so genau passiert ist, aber aus irgendeinem Grund hat sie aufgegeben und dann einfach nochmal angefangen. Naja, keine Ahnung, ich probiere es jetzt einfach nochmal. Das Pferd ist übrigens, glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das irgendwo verloren habe. Vielleicht hat ein Drache es getötet oder irgendwas anderes, ein Säbelzahntiger. Auf jeden Fall war das verschwendetes Gold. So, jetzt speichere ich diesmal hier. Ihr könnt mich nicht einschüchtern, also los. Los, zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. War wirklich? Ah, er läuft immer herum und im Weg rum. Meine Güte, hör auf, direkt neben mir zu rennen. Sag mal, was ist das für ein Spiel? Du kannst nicht einfach aufhören? Ja, ihr könnt mich nicht einschüchtern, also los. Los, zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Komm. Ach, natürlich verfehlt. So, ich laufe die ganze Zeit jetzt einfach um sie rum und versuche so. Gucken, ob sie dann wieder aufgibt und das dann wieder nicht funktioniert. Lydia, nicht auch noch direkt neben mir zu laufen. Na komm. Puh. Gut so? Ihr seid härter, als ihr ausseht. Ihr habt mich ehrenhaft besiegt, keine Frage. Okay, ihr wisst also, was zu tun ist. Schön. Ich kümmere mich darum. Nur lasst mich bitte in Ruhe. Meine Güte. Jetzt hat's auch endlich mal geklappt. Das war definitiv komisch. Prügeln funktioniert in dem Spiel sehr merkwürdig. Gibt auch nicht wirklich, also ich wüsste jetzt nicht, wie man da irgendwas anders dran machen kann, außer im Grunde genommen direkt voneinander zu stehen und drauf einzuprügeln, weil wenn man irgendwie um jemanden rumläuft, dann läuft man anscheinend Gefahr, dass man den Kampf einfach abgebrochen hat und das hilft natürlich keinem dann, also der Gegner kriegt ja dann sofort wieder volle Leben und man selbst hat Pech gehabt. Müsste dann warten. Aber hey, wir haben es ja. Ich hab's ja dann doch noch hinbekommen. Zumindest war ich mal nicht zu schwach, um gegen eine Frau sogar zu verlieren. Am Anfang gegen den Baden habe ich ja relativ deutlich verloren. Aber das war auch irgendwie vor 10 Leveln fast. Oder zumindest vor über 4, 5, glaube ich. Oder war ich Stufe 11 schon? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ist ja auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall bin ich jetzt anscheinend langsam stark genug dafür, zumindest. Zumindest in einem Faustkampf mit einer einfachen Bauerin zu gewinnen. Zumindest nach einigen Anläufen. Ich meine, ich hätte es am Anfang gleich richtig gemacht. Ne, das war jetzt nicht schwierig. Gab jetzt keine große Taktik. Ein bisschen im Kreis laufen und hauen. Ist nicht wirklich schwierig. Naja, auf jeden Fall haben wir den Auftrag gelöst. Nicht wirklich ehrenvoll, einfach jemanden kaputt zu hauen. Aber gut. Was soll ich machen? So, Farkas. Skjor sagt, ich hätte Iskramors Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Fragen wir mal ihn. Was bedeutet es, ein Gefährte zu sein? Ich war noch nie der Klügste. Aber die Gefährten heißen jeden willkommen, der das Herz eines Kriegers hat. In der Schlacht kämpfen wir für unseren eigenen Namen und den Namen der Gefährten. Okay, ich habe mich um das Problem in dem Pelagierhof gehückt. Leute herumzuschubsen macht manchmal Spaß, oder? Gute Arbeit, Bruder. Wirklich Spaß hat's nicht gemacht. So. Also gut. Ich frag jetzt mal Lea, die jetzt plötzlich hier drüben sitzt.